Alter, wir haben hier ernsthaft nur einen Boden drunter. Scheiße. Ja, das war die Startplattform. Stimmt. Wow. Ab und zu läuft er automatisch weiter bei mir. Den Nachteil habe ich ja nicht. So, dann zumachen. Wir brauchen noch eine. Es würde eigentlich eine MK1 jetzt sogar reichen. Habe ich aber keine. Nimm ich erstmal eine MK2. Auch wenn man die nicht hat, nimmt einfach eine Stufe höher. Nee, warte mal. MK1. Wie teuer waren die? Das. Da irgendwo noch diese komischen Gammelpipes. Iron. Zwei Stück. Dreimal Redstone bestellen. Dann brauche ich noch so eine Basic. Die hatte ich jetzt wohl wieder. Da. Ich. Ich komme noch Basics. Ja. Ja, welche herstellen? Muss ich auch, ja. Einmal dahin. Die zwei dahin. Die dahin, die dahin. Hey. Haben wir die. Hier oben kannst du das flashen. Machen wir. Rot, gelb, grün, blau, rot, Ja gelb, gut, ich grün, mach das blau. Na, so. na, 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 na. Dann brauchen wir Deine noch kleine eine Armee-Kiste bin ich noch MK3. dann. Die haben wir da. Habe ich halt alles in meinem Bag drin. So. Und hier ist halt die Station zum Entleeren jetzt. Das kann man alles Zack. reinmüllen. Ja. Reinmüllen. Case hinsetzen und gib ihm. Halt auch auf 3 gesetzt. Und dann läuft das. Ihr könnt ruhig weiter produzieren, ihr kleinen ekelhaften Dann, Zombies. hier haben wir das alles. Und jetzt kommt die Insel fürs Lager-Crafting-System eigentlich fürs Lagersystem mit. Was ein bisschen außerhalb ist, weil damit alles ein bisschen komplett Ich getrennt ist. habe heute einen Shankloader nochmal hingesetzt, dass das wirklich ordentlich lädt. Sicherheitshalber. Hier habe ich, siehst du ja. Ne, war ich einmal kurz. Hier ist alles drin. Hier Also habe ich, alles, was wir siehst du, momentan brauchen, hier ne? habe ich meine Lead-Ingots, Thermal. Das sind die Taumcraft Nuggets, glaube ich. Oder sind das die hier? Ne, das sind die Die Thermal oben. und das sind die Taumcraft Nuggets da unten. Oh, den Schritt überbrücke ich ja sozusagen Aber mit einer. die brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr. Weil er das ja geändert hat. Genau, weil wir wollen ein bisschen sparsam drin sein. Das ist genau wie, wir hatten vorher Diskussionen gehabt, ob wir, was war das? Aluminium, ne? Ich sehe gerade, Genau, allem. die Nickel-Ingots haben wir hier noch gar nicht. Na gut, das würde ich eh noch später Hier, machen. das Ferros ist schon da. Das Ferros gibt's hier schon. Nickel gibt's nicht mehr. Ferris ist hier schon, hatte ich schon reingemacht, Ja, ja. aber du hattest im System irgendwo, ich weiß nicht in welchem, Ja, das da ist wo also er Ferro. uncrafted. Das sind die Lead-Ingots hier. Die brauchen wir gar nicht mehr. Inva. Das Rezept kann ich schmieden. Inva. Das Inva-Rezept musst du, glaube ich, ändern. Das habe ich weggemacht. Ja, das muss ich auch. Meinte ich doch. Weiß nicht. Inver-Nuggets haben wir ja nicht. Die Ja, du musst da Inver-Nuggets fehlen nämlich irgendwann. auch noch. Warte Genau. mal. Dann mache ich das so, dass ich die rausnehme. Wo haben wir das denn? Das sind die richtigen. Boah. Das Rezept kann ich halt auch rausnehmen. Dass die Lead Nuggets hier zu Lead Ingot gemacht werden. Genau, Ja, das kann klar. ja weg. Mach ich das halt erstmal so. Hier haben wir die, hier werden die Towncraft Leads gemacht. Lead Nuggets. Hier haben wir Invar. Oder wo du gerade vorstehst? Ja, genau, und Invernugget ist ja korrekt. Ja. Nur, dass du bräuchst ja ein Schmelzrezept. Weil, wenn wir uns mal Inver anschauen. Ach, ich sollte auch richtig schreiben. Wird ja Inver, 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 da.
Der ist Ingwer Blend von Family Foundation. Wird ja aus Iron Grid, beziehungsweise kannst ja Eisen schmelzen und kannst ja gleich Ferros reinschmeißen. Also kannst das zusammenschmelzen im Reductions, weil das geht. Ja, aber der kennt ja keine Ingwer Nuggets. Wo erkennt er keine? Zu was werden die Ingwer Nuggets? Nee, die Ingwer, das ist richtig. Wir reden gerade von Nickel eigentlich die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Du hast noch keine Ingwer Nuggets hier im System. Bist du blöd? Also, die Nuggets schon, aber du musst ja, hast du die Ingwer Herstellung denn? Ja. Wie denn? Die wird nicht gecraftet. Schmeckt sie direkt dann aus. Wir müssen die Tin-Ingwer-Zeit auch noch ändern hier, ne? Ja. Sind jetzt die anderen. Tin-Gear. Mach ich mal schnell. Und zwar sind das jetzt die Thermal, ne? Genau. Okay, geändert. Was haben wir hier? Ja. Thermal, das ist richtig. Induction Smelter, warum hier ein Basic drin ist, ich habe keine Ahnung. Aber ist auch egal. Haben wir noch einen? Können wir mal nicht gebrauchen. Hier ist nichts mehr. Die sind richtig. Warum machst du Compressed Flint und baust ihn wieder auseinander? Ja, lass doch so. Ist doch egal. Steh ich noch. Hab ich doch da auch ein System drin. Verdammte. Such das gerade da immer noch, ey. Ich hab gesagt, die kann nicht gecraftet das werden. Das Kupfer musst du hier ändern. Hier das Rezept, wo ich gerade draufstehe. Ja, gleich. Soll ich eine Fackel draufsetzen? Ja, das ist richtig. Ich gucke nochmal kurz durch. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist auch richtig. Das ist nur falsch. Warum? Das ist auch falsch. Die Rest sind nur leer. Da, wo ich die Fackel drauf gemacht habe, die musst du noch ändern. Ja. Das, wo er das umgestellt hat. Weil es ja jetzt nur noch zwei Sorten gibt, also Thermal Expansion Ingots und Foamcraft Thermal Expansion Nuggets. Ja. Da können wir aber nicht beeinflussen bei Nuggets, was da rauskommt, das ist ja meist vom Spiel abhängig. Hauptsächlich sind es Foamcraft Nuggets, was für CentOS sehr einfach ist, damit halt diese ganzen Prozesse nicht immer so kompliziert werden. Mhm. Aber echt drauf, also sonst hätten wir alles durcheinander nachher im Endeffekt. Zack. Hätten wir Eisenerz, Gold ist klar, das bleibt auf Minecraft Vanilla, aber dann fängt's mit Kupfer an, sind schon zwei Sorten und Stahl nachher drei Sorten und das wollen wir ja eigentlich nicht. Die hier? Oh, hast du die geändert? Ja, hab ich schon. Nein, hast du nicht. Hä? Guck mal richtig rein, wo ich draufstehe. Ey, fick dich. Ja, weil ich falsch gedrückt hab. Siehst du? Ja, da ist es. Deswegen. So, Tin. Da wird es jetzt auch normale. Da wird es jetzt auch Thermal Expansion Tin statt Accent Hilo. Das. Wie stellst du die denn ein? Mit dem Revenge oder was? Ne. Rezept. Shift-Click rein auf das Fragezeichen und dann kannst du. Wo kannst du es denn einstellen, ne? Du gehst drauf. Ja, ich bin also jetzt in dem normalen. Ja. Dann machst du das Fragezeichen, Shift-Klick und dann hast du da Einstellungsrädchen. Oder kapierst du nicht, ne? Doch, hatte so. Dann musst du Most-Like und dann auf Down. Und dann hast du das Rezept geändert. Das ist voll einfach. Ah. Ja, voll geil. Das ist drin. Das ist ja geil, dass das so ist. Die sind richtig.
das, das. Haben wir das noch? Und hier haben wir die Öfen. Hier haben wir den Pulverizer-Wert. Ups. Hier haben wir das Crafting-Rezept. Kohle yes. zu Pulverize-Dust. Ah. Dann haben wir hier Crafting-Modul drin. Hier wird mit Iron und Pulverize-Coal Steel-Ingots gemacht. In dem wird dann Sand zu Glas gemacht. Das wird dementsprechend über eine Satellite-Pipe hinten in den Hopper gepumpt. Der pumpt das dann hier rein. Die ist auch falsch. Ja, sehr ruhig. Das mit der Satellite-Pipe ist halt so. Man gibt eine Priorität ein, also eine Nummer. In die Satellite-Pipe habe ich jetzt 1. Und dann habe ich hier Satellite-Pipe, da kommt dann das Sand rein, auf 1 gestellt. Und dann fördert er das dahin. Hier haben wir das Rezept für Lead-Ingots drin, Iron und Exenhelo-Ingots. Ist falsch, natürlich Exenhelo jetzt. Das Problem ist, du brauchst ein Ingot dafür, Nugget. Ne? Warum ich brauch jetzt ein Ingot, meine ich dafür. Ferros. Hier kommt Ferros rein. Hier muss ja den Nickel gegen Ferros austauschen. Ich bin aber gerade bei Invar dran. Ist doch Invar. Ja. Da ist Iron und Nickel. Aber Nickel ist Exenhelo noch drin. Ja, genau. Das musst du austauschen gegen Ferros für eine Expansion. Magst du mir mal ein Nickel-Ingot holen? Ein Ferros. Hinter dir. Den hast du im System. Das Einzige, was du nicht hast, das muss ich eben holen, warum ist ein Silber-Ingot. Weil Nickel gegen Ferros ausgetauscht wird. Nickel gibt's nicht mehr. Aber das du warst doch bei dem Imber-Rezept. Ja, aber wir haben kein Nickel mehr. Im ganzen System nicht mehr. Aber das gibt es nicht mehr. Trotzdem daraus Stahl zu machen. Na, Invar. Invar, ja. Invar, ja klar, aus Nickel, aber wir müssen ja Ferros. Ferros ist wie Nickel. Heißt ja. Nur das. Ich brauche noch ein Silber-Ingot auch noch. Bin ich gerade unterwegs? Schlauf doch schon. Ja, weil wir komplett von den Exenhelo Nuggets und Nuggets und Ingots runter wollen. Hier können wir halt Obsidian zu Pulverize Obsidian machen, was wir auch gebrauchen können. Für Hardenet. Und hier haben wir halt, dass hier von Cobblestone zu Stein gebaut wird. Das Problem ist, was ich gesehen hatte, das muss. Ja. Ich habe gerade keinen Platz. Jetzt. Das war hier das erste. Da Ferris einmal rein. Dann läuft das nämlich auch wieder. Dann und können wir nämlich auch die größeren. Silverwine wird mir nicht zu Elektrum-Ingots gemacht. Nur weil der Hampelmann alles umstellen musste, muss sich ja einiges ändern. Nicht. Ist wie so eine kleine Puzzleaufgabe. Du mich auch. Möchte ich behaupten. Wie eine kleine Puzzleaufgabe. Weißt du, was auf dieser Insel fehlt? Das da rein. Diese Insel fehlt immer eine Workbench. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Na, da konnte ich die zwei Nickel-Ingots, die gibt es ja gar nicht mehr. Umwandeln. Zack. Der Ferros. Damit das System auch erkennt, wir haben Ferros statt Nickel. Du hast nicht zufällig Redstone und Eisen dabei? Nö. Schade. Warum? Na gut, nehme ich eine MK2 dafür. Weil. Ja, hab ich grad nicht. Dass er hier nämlich rauspumpt, den Stein. Muss ich das hier nochmal ändern, dann schließe ich das halt so an. Was soll er denn aus dem Stein machen? Hier soll er den Stein rauspumpen. Warum machen wir Stein? Weil man Stein brauchen kann. Ja, für deinen Living Walk meinst du jetzt, oder was? Auch, ja. So. Sonst? Hier machen wir noch ein Expector-Modul rein.
Das tauschen wir aus zwischen MK1 noch. Machen wir jetzt erstmal so. Hey, der seitliche, ich weiß gar nicht, welcher Regler war das. Der wahrscheinlich, ne? Ja. Davon wenig Ahnung. Ich habe mir diesen Mod relativ nicht angeschaut.